Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ja, ihr wisst ja schon über mich relativ viel. Ich bin hier zu Hause bei meinen Eltern. Im Wohnzimmer stehen wir gerade, beziehungsweise am Esstisch. Und der ein oder andere, der damals das Übergabevideo von meinem alten PC gesehen hat, den wir an Thea Bratwurst nach Thüringen gebracht haben, der war auch schon mal hier. Das ist mein Papa. Fred heißt er, ihr dürft ihn aber auch Senior Mausakrobat nennen. Oder, wenn ihr oder alter Zausel. Oder alter Zausel. Und ja, bei mir wisst ihr, dass ich gerne in meiner ganzen Zeit vor dem PC Pixelpanzer durch die Gegend schiebe. Und mein Papa ist so ein alter Modellbau. Darf ich Heini sagen? Nein. Ja, doch, darfst du. Mein Papa ist begeisterter Modellbauer schon immer gewesen. Und wir haben jetzt irgendwie gedacht, was können wir mal in der dunklen Jahreszeit zusammen machen, wo wir beide Bock drauf haben. Und haben uns jetzt hier von der Firma Toro ein RC-Tiger bestellt. Ein unlackiertes RC-Tiger-Modell. Und das werden wir jetzt heute als allererstes mal auspacken. Dann werden wir uns das Ganze anschauen. Wollen den dann jetzt nächste Woche lackieren. Wahrscheinlich so in den Farben 1945 bzw. 1944 Normandie. So in die Richtung soll es gehen. Da sind wir uns noch nicht ganz einig, wie wir es dann machen. Da werden wir dann gleich noch ein bisschen fachsimpeln drüber. Erstmal wollen wir mit euch gemeinsam gucken, was ist da drin, was haben wir uns bestellt, wie ist das versendet, vielleicht auch so ein bisschen, wie sieht das Modell aus, wie ist das verarbeitet, da so ein bisschen was gucken. Dann nächste Woche würden wir euch ganz gerne mitnehmen, wenn wir daran gehen, den Panzer airbrushen. Und dann steht natürlich noch die Jungfernfahrt an. Also würde ich sagen, öffnen wir erstmal das Paket. So, dann wollen wir das Gute mal aufschneiden hier und mal einen Blick rein riskieren. Ganz schön dick verpackt hier. So, ich bin gespannt. Das soll eigentlich in so einer hochwertigen Holzverpackung noch gekommen sein. So, oh, Rechnung packe ich mal besser schnell weg. Da können wir uns später drüber unterhalten, was das kostet. So sieht das Ganze aus. Und das nehmen wir erstmal raus. Oh, das ist schon ziemlich eng hier, aber... Bald geht alles! So! Das ist das gute Stück. Tiger 1, 1:16, 2,4 GHz Panzerkampfwagen. Das ist das Paket, was wir uns gegönnt haben. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, warum da Taigen und nicht Toro draufsteht, aber weißt du, warum das so ist? Da müssen wir direkt mal reingucken jetzt hier. Wo geht das jetzt hier auf? Und das hier einfach so hochheben, ja. So aus. So. Angeblich ganz einfach. In der Realität nicht so einfach. Aber gut verpackt. Gut verpackt ist er. Aber die hochwertige Holzverpackung ist nicht da. So, hier steht jetzt wieder Toro. Also ein bisschen irritierend. Da ist er. Das hier sieht aus wie der Akku. Wenn ich das richtig sehe. Radio Control. Gucken wir, was da drin ist. Kleines Fläschchen. Und das sind wahrscheinlich taktische Zeichen zum Aufkleben. Ja. Der Kommandant ist auch dabei. Wollen wir mal ganz kurz reingucken, wie der Kommandant aussieht. Da ist er. Sogar schon mit Ritterkreuz. Also einen Ritterkreuzträger haben wir auf jeden Fall bekommen. Hier sind sogar die kleinen... Das Kehlkopfmikrofon. Ist aber noch... Ist da auch das... Ist Kehlkopf dabei? Ne. Also Kehlkopf fehlt. Das sind ja eigentlich Kehlkopfmikrofone, die benutzt haben. Aber... Wir können auf jeden Fall sehen, dass er Ritterkreuzträger ist. Da kann man auf jeden Fall, wenn man da jetzt noch andere Kommandanten drauf haben möchte,
Kann man bei Toro, habe ich gesehen, auch Michael Wittmann etc. bestellen. Ich weiß gar nicht, ob es auch Otto Karius gibt. Aber da kann man auf jeden Fall noch andere Kommandanten mit anderen Uniformen bestellen. So, gucken wir, was da noch so drin ist. Kabel, jede Menge Kabel. Ladekabel. Das sieht mir aus wie die Nebeltöpfe, die man an den Tiger montieren kann, an den Turm des Tigers. Sieht aus wie Messing, oder? Ist das Messing? Das ist Messing, ja. Also aus Messing Nebeltöpfe. Das hier sind Kettenglieder, die man noch an den Panzer dran kleben kann, damit man das, hier sieht man das glaube ich ganz gut, ne? Hier vorne an die Unterwanne, so die obligatorischen Kettenglieder, die man vorne dran kleben kann, sind auch dabei. Gucken wir, was noch dabei ist. Oh, hier ein Abschleppstahlseil, auch dabei. Also auch jede Menge schöne Details, die man noch an den Panzer anbringen kann, sind auf jeden Fall dabei. Ist wahrscheinlich auch aus Messing. Oder Kupfer? Ja, Kupfer ist es eher, ne? Das war's, was hier drin ist. Also, Accessory Parts sind das hier dabei gewesen. So, dann haben wir hier noch, was haben wir da noch drin? Infrared Battle System. Also, man kann den Panzer in zwei Ausführungen bestellen. Einmal mit einem Soft-Air-Kampfsystem und einmal mit einem Infrarot-Kampfsystem. Wir haben jetzt den in der Infrarot-Ausführung bestellt. So, und jetzt nähern wir uns dem Panzer. Dabei ist auf jeden Fall noch eine Fernbedienung. Die, muss man jetzt sagen, für den Preis finde ich das in Ordnung. Die wirkt jetzt nicht super hochwertig, aber ich denke, sie wird ihren Zweck auf jeden Fall erfüllen. Wie genau, was man da genau noch nutzen kann, das werden wir uns dann, wenn wir die Jungfernfahrt machen, anschauen. Fühlt sich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sehr nach Plastik an, aber ich denke, heute Standard. Papa sagt gerade, ist heute Standard. Also, wie gesagt, wir haben jetzt für das ganze Paket 450 Euro bezahlt und der Panzer, wenn ich, so wie er schon aussieht, sieht auf jeden Fall extrem hochwertig aus. So, dann haben wir hier noch dabei einmal den Akku und dann haben wir hier noch dabei, da komme ich jetzt schlecht ran, das heißt, ich werde jetzt hier erstmal den Panzer rausheben. Auch wenn man das am cleversten anstellt, ich denke, so ist nicht schlecht. Wiegt auch ganz schön was, ich würde jetzt mal so auf sportliche 6-7 Kilo tippen. Beim Gewicht des Panzers. So, das ist das gute Teil. Ich werde ihn jetzt hier mal versuchen zu befreien. Ohne da jetzt was kaputt machen zu wollen. Und drunter ist nichts mehr gewesen, ne? Ja. So, dann. Ich heb den jetzt hier nochmal hoch. Ich stelle ihn jetzt hier nochmal hin. Ja Leute, nachdem wir jetzt
den Panzer ausgepackt haben, haben wir festgestellt, er ist recht hochwertig verarbeitet. Das ist eigentlich für den Preis, den man bezahlt, ein sehr, sehr solides Panzermodell, was man hier bekommt. Allerdings muss ich hier an der Stelle schon, und deswegen, falls ihr euch jetzt dazu entscheiden solltet, euch auch so einen Panzer zu bestellen und euch den zu holen, wenn wir das Ganze jetzt hier später lackieren wollen, aber auch um den Akku zu wechseln, muss man quasi die Oberwanne abheben von der Unterwanne. Und hier in der Beschreibung ist einfach nur gezeigt, dass hier unten unter dem linken Kettenkasten oder der Kettenabdeckung ein kleiner Hebel ist, den man nach vorne ziehen muss, und dann soll man das Ganze abheben können. Was jetzt hier leider nicht gezeigt ist, so wie ihr den hier bekommt, sind hier leider noch die Auspuffanlage noch verbaut. Ich nehme jetzt hier die Schläuche ab und ihr müsst die Schläuche quasi einmal hier hinten die Anschlüsse dafür an dem Auspuff vorbei rumdrücken. Und das gleiche an der anderen Seite. Die kann man einfach abziehen, das ist kein Problem. Ist jetzt hier aber leider nicht gezeigt gewesen. Deswegen, bevor da jemand von euch irgendwas kaputt macht, zeige ich euch das lieber gleich. So, wenn ihr das gemacht habt, das gelöst habt, die Schläuche, dann könnt ihr hier unten diesen Haken betätigen. Und dann könnt ihr quasi hier hinten den Kasten abheben. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, wie der Panzer von innen aussieht. So, dann können wir diesen Turm hier abnehmen und können den quasi hier seitlich dran stellen. Ihr solltet den festhalten, weil da sind derzeit noch Kabel verbaut. Aber so sieht der Panzer von innen aus. Also die Oberwanne auf jeden Fall Plastik. Die Unterwanne seht ihr ja, das ist eine Mischung aus Plastik und Metall. Aber es sieht alles sehr ordentlich aus. Auch die Verkabelung sieht alles in allem sehr ordentlich aus. Hier vorne das Fahrwerk etc., das sieht auch sehr gut aus. Das werden wir uns gleich noch ein bisschen näher anschauen. Aber alles in allem muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit der Qualität. Leider, wie gesagt, das hier so ein kleines Manko, dass das hier nicht so mit in der Betriebsanleitung ausgeschrieben war. Ansonsten ist die eigentlich recht anschaulich, ist auch komplett auf Deutsch. Auch wie man die Fernbedienung nutzt etc. ist eigentlich hier alles mit Text und mit Bildern versehen, wie man das Ganze nutzt. Und wie gesagt, mir ist es halt auch ganz wichtig, dass das alles komplett auf Deutsch ist. Also die Betriebsanleitung einigermaßen verständlich, sehr anschaulich. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt, was ich hier so ein bisschen zu monieren habe, war halt, dass die Geschichte hier hinten, dass das jetzt nicht angezeigt worden ist, dass man das erstmal vorher lösen muss. Da hatten wir schon Angst, dass wir was kaputt machen. So, Papa, was würdest du jetzt sagen zu dem Modell? 450 Euro gerechtfertigt, und was fällt dir so positiv auf? Also für den Preis finde ich das Ding, das Teil sehr gut. Gute Verarbeitung. Die Elektrik ist auch übersichtlich und nachvollziehbar. Kabelbäume sind zu trennen, das ist alles wunderbar. Und auch vorne das Getriebe, das sieht auch alles recht gut aus. Ja. Lüfter, Klettverschluss für den Akku, auch gut. Das ist eine Halterung dabei. Ja. Also macht Lust auf mehr. Und wie sagst du, wie schwierig meinst du, ist das, den jetzt hier zu lackieren? Kannst du da schon was zu sagen, wie wir das angehen wollen? Ja, also mein Plan wäre jetzt, das Oberteil zu lösen von dem Chassis. Ja. Dann muss man die Kabelverbindung hier, einmal die Stecker hier trennen. Ja. Und diesen Kabelbaum auch trennen. Also die beiden, die quasi zum Turm und zur Oberwanne führen. Ja. Aber es ist auch ohne so Aufwand machbar, oder? Auch ohne Aufwand. Dann braucht man so einen kleinen Schraubenzieher. Bisschen anlüften und dann mit dem Finger vorsichtig rausziehen, wie beim Modellbau immer so üblich, ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also für alle mit Wurstfingern, so wie ich, Finger weg. Ach was, geht schon mit Gefühl. Und was würdest du sagen, macht das jetzt einen Unterschied? Wir haben jetzt ja zum Beispiel gesehen, der Turm ist zum Teil, also der Turm ist aus Metall, die Kanone auch, die Oberwanne ist aus Plastik. Macht das jetzt für die Lackierung einen Unterschied? Nein, da gibt's, die muss sowieso entsprechend grundiert werden. Erstmal müssen wir das Ganze nachher, wenn wir es lackieren angehen, wie gesagt, trennen, ja. Dann entfetten.
dann grundieren. Und da ist die Grundierung eben so ausgelegt für die Modellbauer. Nachher werden wir dann auch erklären, was wir da verarbeiten, dass man eben Metall und Kunststoff problemlos damit grundieren kann. Und dann nach der Trocknungsphase, die eigentlich beim Grundieren recht schnell ist, können wir uns dann über die Lackierung hermachen. Die Grundlackierung. Die machen wir dann mit Airbrush. Ja, Grundieren und Lackieren, das passiert alles mit dem Airbrush. Weil man da besser dosieren kann. Hm? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Kann es sein, dass die Kette aus Vollgummi mit Metallbeschlag besteht? Das ist eine Gummi-Metallkette, ja. Also wahrscheinlich auch dann... Oder warte mal, die sieht sogar... Nee, das ist Vollmetall. Die ist komplett aus Metall. Das ist natürlich schon mal super. Also auch wenn man damit im Gelände unterwegs ist. Das ist also eine schöne Kette. Keine Kunststoffkette, sondern Gummimetall. Ne, das ist alles. Alles Metall? Ja. Oh ja. Die ist komplett aus Metall. Das ist. Kann man hier vielleicht noch ein bisschen besser sehen? Hier unten. Ist komplett aus Metall die Kette? Ja, gut. Also mir gefällt die. Also ich bin begeistert. So, jetzt habt ihr schon mal einen ersten Eindruck von unserer zukünftigen Freizeitbeschäftigung gesehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall den nächsten Arbeitsschritt, nächstes Wochenende, den Panzer, wie gesagt, die Oberwanne von der Unterwanne trennen, den Turm dann auch noch trennen und dann alles separat voneinander airbrushen. Wie wir das technisch machen, werden wir euch dann in einem weiteren Video mitbringen, auch für diejenigen von euch, die vielleicht so ein bisschen selber interessiert sind und selber vielleicht auch sagen, hey, ich kann den Panzer zwar auch lackiert bestellen, aber ich hätte gerne ein bisschen was Individuelleres. Das haben wir jetzt an der Stelle gesagt, also wer da in die Richtung auch mit uns mitgehen will, werden wir auf jeden Fall noch so ein paar Tipps und Tricks nächstes Mal mitgeben und euch dann genau zeigen, wie wir da technisch, oder was heißt, ich sag die ganze Zeit wir, wie mein Papa da technisch vorgeht, weil der ist der Experte, der kann das. Ich kann das leider nicht, ich bin dann nur gut zum Festhalten und vielleicht dann später zum Panzer fahren. Aber wie er das dann quasi alles machen wird und wie wir das dann auch technisch umsetzen, das zeige ich euch dann in dem nächsten Video. Und dann wird es auf jeden Fall natürlich noch die Jungfernfahrt geben. Also bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. Ansonsten, wenn jemand von euch sagt, er hat auch Bock auf so einen Panzer, habe ich euch unten in die Kanalbeschreibung einen Link reingepackt. Ich habe da so einen Affiliate-Link von denen zugeschickt bekommen. Ich persönlich habe den Panzer mir jetzt nicht geholt, um euch den irgendwie jetzt zu verkaufen oder so, ganz im Gegenteil, aber wir hatten Bock auf so ein Teil, wir wollen damit auch durchs Gelände cruisen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Panzerenthusiasten, Panzerfan, der auch sagt, ey, auf sowas hätte ich auch mal Bock, da könnte man sich dann ja vielleicht sogar auch mal treffen mit den Panzermodellen und das Infrarot-Kampfsystem tatsächlich mal ausprobieren. Also wenn es Leute von euch gibt, die vielleicht sogar schon selber so einen Toro-Panzer besitzen oder die auch Bock drauf haben, da könnte man sich sicherlich im Sommer dann auch mal treffen und ein bisschen ja, quasi kleine Miniatur-RC-Panzerschlachten veranstalten. Also bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!